Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Multiplayer-Runde mit mir, eurem Sepp, Servus, dem Erdmann, Hallo, dem RPM, hi und dem Piraten-Heinz. Moin, moin. Super, wir haben uns wieder zusammengefunden, um hier ein bisschen weiter zu daddeln an unserer großen Runde. Zwei von uns sind ja mittlerweile im Krieg, seit dem Update 1.0.3 ist das ja jetzt verstärkt, dass die KI auch Krieg erklärt. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen wilden Krieg überleben, wir zwei. Wer seinen Krieg sehen will, kann natürlich auch jederzeit in seinem Link reinklicken. Die Friedensphase von Oso kann man sich natürlich auch anschauen und der Piraten-Heinz, der macht natürlich gerade auch noch keinen Krieg. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Unten in den Kommentaren bzw. in den Beschreibungen ist alles verlinkt. Ich würde sagen, wir machen mal auf Go. Ja, auf geht's. Jo. Und gucken mal, was uns diese Folge so alles bringt. Krieg ist gut fürs Geschäft und so. Ja. Vor allem für die Waffenlieferanten. Genau. Bin leider bei minus 6% momentan. Sieht nicht so gut aus für mich. Ich bin minus 78. Ich bin wieder hochgekommen. Lass mal meine ganzen Planeten durchgucken. Das ausbauen. So. Betreib sie gerade aus meinem Heimatsystem. Ich mache hier Wurmloch kaputt. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du Gegner hast, die über Wurmloch Antrieb verfügen. Du kannst sie einfach schachmatt setzen, sozusagen. Jo. So, mir fehlt eindeutig Einfluss. Ich kann überhaupt keine Wissenschaftler mehr einstellen, um meine Forschungsschiffe zu betreiben. Dann hast du vielleicht zu viele Forschungsschiffe? Nein. Mir fehlt nur Einfluss, um neue Wissenschaftler zu kaufen. Weil mir sind ein paar weggestorben. Ich habe 1000. Ich kann dir welche abgeben. 1000? Ja, schick mal was rüber. Wenn es so leicht wie gehen würde. Leider, wenn wir uns denn schon sehen würden. Ja. So. Wie gesagt, meine Positionen, das sind alles militärische Geheimnisse. Das kann man nicht veröffentlichen. Auf keinen Fall bei uns in die Kommentare schreiben, wo der wohnt. Wobei, dann könnten wir ihn direkt als erstes vernichten. Da hätten wir ein Problem weniger. Das übernimmt bei euch schon mal die KI. Am Ende bleiben eh nur Oso und ich übrig. Warum denn? Wir gewinnen doch. Wenn ihr ständig Kriege führt. Also ich bin bei minus 44. Ich komme von minus 100 gerade zurück. Super. Ja, ich habe mein Heimatsystem jetzt auch schon wieder befreit. Gib meinem Forschungsschiff dann mal wieder Bestellungen auf. Construction complete. Ich habe hier einen Planeten, der möchte nicht weiter wachsen. Das ist minus Nahrung. Nahrung. Okay. So, hier rüber. Dann passt das. Yeah, null Nahrung. Top. Ich müsste mal ein paar Blocker entfernen können. Das habe ich noch nicht gekriegt. Achso, war das nicht die Geschichte, Oso, wo du mich falsch beraten hast? Ich? Nein, gar nicht. Du nicht. Ich wundere mich gerade, warum ich noch keinen giftigen Seetank entfernen kann. Aber stimmt ja, der Herr Oso hat gemeint, das kommt wieder. Mhm. Ey, Zerstörer. Erstmal Zerstörer ausrüsten. Gut, dass wir Außerfusionsreaktoren noch nichts haben. Sterber. Wir haben Waffensysteme und Fusionsreaktoren. Ansonsten Antriebe, das war's dann aber schon. Nichts mit Schilden, keine Panzerung, gar nichts. Schilde und Energie habe ich schon auf 2, Gott sei Dank, und die Raketen auch. Aber die Energie habe ich auf 2 und die Antriebe und die Sensoren sind inzwischen auf 3. Aber gut. Ich hoffe jetzt, dass der Gegner mich mal angreift. Weil an seiner Raumstation direkt werde ich ihn wahrscheinlich nicht besiegen können. Aber ich bin in der Physikforschung diesmal auch relativ gut unterwegs, muss ich sagen. Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder, was bei mir war. Ich wurde ja auch gleichzeitig von Piraten angegriffen. Oh. Ja. Egal. Musst du durch. Ja, was ich machen wollte.
Ja. So ein bisschen Pause dazwischen drin ist immer echt cool. Na dann. So, jetzt gucken wir mal, wir ärgern mal ein bisschen meinen Gegner. Der meinte, mir Krieg erklären zu müssen. Er hat das nur für dich getan. Ja, ich zerstöre ihm jetzt erstmal seine Station, die er gebaut hat. Auch wenn er mein Vasalle wird. Gib's zu. Ich bin auch ernsthaft versucht, meinen Nachbarn zu versalisieren. Genau. Versailles überall. So, ja, erstmal meinen Heimatplaneten wieder aufbauen. Vor allem die Jungs leben auf kontinentalen Welten. Das heißt, man kann sie anderweitig. Du versklavst doch eh alles, oder? Bin ich ein Sklavenvolk? So wie ich weiß, glaube ich schon, warst du ein Sklavenvolk. Jein. Nee, ich bin xenophil und spiritualistisch. In diesem Fall versklave ich niemanden. Okay. Ich habe letztens ein Säuberungsvolk erstellt. Die Replikatoren. Das ist richtig nice, wenn du alles säubern kannst. Na toll. Jetzt werden meine Raketen Stufe 3 fertig. Das wollte ich natürlich nicht. Okay. Aber ich erforsche jetzt noch die Zerstörer. Zerstörer mit Raketenstufe 3, Schilde 2, das wird richtig nice. So, ich hoffe, ich habe genug Energie. Zerstörer, sowas kennen wir hier alle gar nicht. Doch, Zerstörer kennen wir schon, aber Raketenstufe 1, yeah! Bei uns kommt es auf die Masse an. Wir sind ja schließlich auch Insekten. Masse statt Klasse, ne? Genau, genau. Alles das kenne ich der so. Königin. Es reicht doch die richtige Technologie. Ich habe hier noch ein paar Anomalien, die ich noch erforschen muss. Stimmt ja. Ja, die habe ich auch. Würde ich gerne, aber ich habe keinen Einfluss. Ich brauche Einfluss. Für Anomalien mein erforschen Gott, braucht man bist keinen du laut Einfluss. Heute? Doch, weil du brauchst einen Wissenschaftler, der dein Forschungsschiff betreibt. Sonst kannst du nichts machen. Und du hast keinen, oder was? Ich habe 37 Einfluss. Und ich habe nur 3 Wissenschaftler und die müssen forschen. Das also meine Hauptforscher. Ja, das sehe ich warum verbrauchst du so viel Einfluss? Das war Außenposten. Ich habe zwar ständig einen Einfluss gemacht, aber mir sind dann halt durch eine Anomalie meine Wissenschaftler gestorben und naja. Mein Gott. Mann. Immer dasselbe mit dem Jungen. Ja. Auf geht's, mal ein paar Kriegspunkte hier sammeln. Nein, ich möchte in den Kinomodus. So. In den Kinomodus? Ja, wenn du Doppelklick drauf machst, schwebst du halt so hinterher. Und kannst ah. halt mit der Rechtsklick kannst du so rundherum bewegen und deiner Flotte zugucken, wie sie ihre Flottenmanöver macht und angreift und den Feind zerstört. Wenn du sie schon nicht steuern kannst, ne? Ja. Ja, oh, ich glaube, seinen Schiffen. Konnte man irgendwie tote Welten wieder bewohnbar machen? Es geht später noch, ja. Du kannst eine Forschung machen, die tote Welten dann bewohnbar macht, mit Hilfe von solchen komischen Atmosphären-Gedöns. Sphärenwandler. Genau. Oh, Schilde 3 kann ich schon erforschen. Na gut, wenn es hier so militärisch rund geht. Kriegt ihr alle so viel Militär? Das ist der Hammer. Ich ja, krieg nur Zivilforschung. Du musst halt in den Krieg rein. Ja, genau. Ich habe jetzt auch die Hyperlinien erforscht. Ich glaube, ich kann jetzt auch Hyperantrieb reinbauen, oder? Nee, du kannst aber sehen, wo die Hyperantriebe langlaufen. Da kannst du deine Verteidigungsstation hinsetzen. Ja, okay, aber... Ist jetzt generell auch nicht so verkehrt. Ja, klar, es ist nicht verkehrt. So. Ich weiß es, ich krieg die Krise. Kaum bin ich aus meinem System draußen, kommt ihr Konstruktionsschiff und baut dort wieder ein Bomben. Das ist normal. Ja, dann zerstör okay. Die Konstruktionsschiffe. Ja, ist schon dabei. Nervig. Ich guck mal, ob hier irgendjemand Materialien mit mir tauschen will. Ich hab so viel Energie. Ich mach minus 9 noch. Wieder ein bisschen mehr Energie machen. Minus
Minus 9 ist übel. Vielleicht hast du noch irgendwo ein Kolonieschiff rumstehen, hey. oder eine Kolonie, die sich gerade aufbaut. Stationsunterhalt minus 13. Schiffsunterhalt minus 7. Also eigentlich ganz normal. Nun gut. Gott, die Jungs um mich herum sind alle unterlegen. Wenn ich den jetzt da oben Blatt gemacht habe, lege ich direkt richtig los. Kann ich aber versprechen. Aber erstmal den noch die Mineralien raushandeln. Oh, die wollen keine. So, was ist hier los? Achso, die machen die Minen von denen kaputt. Ist auch okay. Ich krieg heute echt nur Zivitech, das ist der Hammer. Aber gut. Wer braucht schon Militär? Unnötige Ausgaben. Überbewertet, bewertet. Vollkommen überbewertet. Nur Schwächlinge haben Militär. Nein. Starken Völker, die schüchtern mit ihrem Charakter. So. Ja, ja. Genau. Und jetzt folge ich mal dem Konstruktionsschiff und zerstöre sie mal. Das kann nicht sein. Kann nicht sein, dass ich gerade vorhin meine Schiffe geupdatet habe und jetzt trotzdem 6-7 Schiffe keine Schilde haben. Okay, das ist natürlich blöd. Oh. Da haben wohl einige gemerkt, dass ich Energie abzugeben habe. Jetzt traden die mich schon selbstständig an. Materialien, ich brauche mehr Materialien. Brauchen wir nicht alle Materialien? Hey, hergestellt mit Sepp. Jawohl, wie empfangen wir diesen komischen Typen da? Wir freuen uns, das wäre gelogen. Gepriesen seien die Götter für dieses Treffen, das wäre auch gelogen. Hey, du bist auch spirituell. Ach, ja. Gott, du bist ja direkt unter mir. Da ist ja wirklich nur ein Reich. Mit wem bist du denn im Krieg? Mit den Orangenen, rechts. Dem Tempa Gedönseter Commonwealth? Wie heißen die hier? United Orasi States. Ach, die Typen? Ja. Ja, die sind quasi direkt an meiner Grenze. Du bist doch hier die Braunen da oben. Genau. Das ist Durchfallbraun. Ja, okay, das sehe ich nicht, weil der Nebel drüber liegt. Für mich sieht das braun aus. Ja, okay, ich möchte die jetzt da oben besiegen. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen Flotte sammeln, dass mit denen ihr Raumhafen nicht so viel Aua tut. Und dann tue ich noch die grünen links von mir vasalisieren und den Rest kannst du da ruhig rumwüten. Ich gehe dann eher nach unten, dann wahrscheinlich, wenn du da oben hockst. Ja gut, links von mir sind sowieso zwei meiner Verbündeten. Links von dir. Erstmal verbünden, solange die Militärtech etwas mies ist und dann. Aber den Grünen, der links neben mir hockt, bitte kein Bündnis anbieten, ne? Weil den sehe ich noch nicht. Okay, aber den in Hytara lilanen, meinst du? Ne, Sek Lokar. Wie heißt der denn? Sek Lokar. Okay, ich seh das System nicht. Das könnte hast du sein. Dann wahrscheinlich noch nicht, ne? Aber du könntest mich mal auf Sternenkarten austauschen, anfragen, dann könntest du das vielleicht auch sehen. Volle Programmstern. Freundlicher Nichtangriffspakt, Forschungsabkommen. Knallt da gleich alles rein. Möchtest du Grenzzugänge haben? Nee, ich muss nicht in dein Reich. Das ist ein bisschen dann übertrieben. Du magst uns also nicht. Was soll das heißen? Was will ich mit meiner Bedeutet Verwaltung das Krieg? Da bedeutet das Krieg? Nein, noch nicht. Aber bald. Du sitzt aber relativ gut da unten. So. Jein, ja. Aber dafür halt eingeschlossen. Ich komme nicht so wirklich raus, aber bin jetzt auch nicht so wirklich bedroht. Ja, ich komme auch nicht raus. Verstehe auch nicht, warum der Typ mich da halt angegriffen hat, weil eigentlich hat er ja keine Schnitte gegen mich. Weil er hegemonischer Imperialist ist? Ja, das kann sein. Er ist aber nicht mal militaristisch. Keine Ahnung, du hast ihm nicht gepasst. Ja, ich bin xenophil und er ist blau. Xenophob. Ja, kein Problem, ich habe jetzt gleich 1000 Schlagkraft, dann knall ich ihn. Ich riskier's. 1000. Hey, wir haben die gleichen
gleich in Ethik, ne? Ja, das kann sein. Wir haben eh dann ähnliche, eh ein ziemlich ähnliches Volk. Nur das Aussehen halt. Aussehen und wahrscheinlich die Eigenschaften sind ein bisschen unterschiedlich. Ja, ansonsten haben wir dasselbe Gefehl gewählt. Langlebig, ich bin auch stark. Fanatisch, oder bin ich andersrum, fanatisch xenophil? Nee, ich bin du genauso bist wie fanatisch spiritualistisch genauso wie ich. Mhm. Ebenbürtig und herzlich, warum auch nicht. So, jetzt müssen wir dem Spacko da gleich mal Manieren beibringen, der mich hier angegriffen hat. Ein Schiffchen noch, dann geht's los. Oder ich baue noch mal eins. Ich kann es mir noch leisten. Ich versuche gerade hier den Gegner die Basis kaputt zu machen. Eine Raumstation. Insekten sind halt wirklich widerlich. Ziehen sich zurück und kommen Insekt. Dann in Massen zurück. Ich bin ein nettes kleines Insekt. Ja, ich habe mich zurückgezogen, habe jetzt schlage ich mich zurück. So. Dieser sinnlose Krieg muss beendet werden. Also wenn ich das richtig sehe, willst du hier die Föderation dann erforschen, wenn du schon so viele Bündnispartner hast, Oso? Weiß ich noch nicht. Normalerweise nehme ich die Bündnispartner irgendwann weg und erobere sie. Es ist nur eher am Anfang ein Backup. Gegen die Aggressiveren. Gut. Okay, der hat keine Chance mehr. Der ist fertig. Oh, freut mich, dass dein Krieg positiv ausgegangen ist. Ja. Auch gerade gemerkt, warum ich meine Flotte nicht geupdatet habe. Das kostet jetzt schon 621 Materialien. Oh, ja, das ist blöd. Na, ich bin gerade aber bei 0 Energie angekommen. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder pushe. Ich habe noch plus 16. Materialien sind nicht das Problem. Die Dauer, die Zeit, die das geupdatet ist. Das nervt mich richtig. Ja, wobei, wenn du deine Flotte aufteilst, geht's schon schneller. Ja, klar, logisch, aber... Die kleinen gehen sogar noch, die Korvetten, nur dann hier später die Schlachtschiffe und sowas. Wenn du dann bei 2000 Tagen bist, um den Mist zu updaten oder so. Ja. Na gut, wenn ihr wollt, können wir eigentlich auch auf schnell noch machen. Wobei in 2 Minuten ist die Folge eh schon vorbei. Ja, dann lass uns das danach machen. Genau. Aufgrund unserer dynamischen Kriegswirtschaftsrichtlinie. Ach, bei mir hat sich's langsam entspannt. Ich bin jetzt wieder bei 9%. Ich habe nur noch mehr plus 40 Materialien, Mineralien, weil ich so viel Flotte unterhalten muss. Geld kostet doch nicht so viel. Bitte? Schiffs- und Unterhalt kostet doch vor allem Geld, aber doch nicht so viel Mineralien. Schiffsunterhalt mit Mineralien 15,6. Okay. Schon am Anfang viel, ne? Jo. Was ist hier? Wir zerstören jetzt mal die Raumstation hier von denen. Mal gespannt, mit wie vielen Schiffen die dann aufwarten. Bin eh schon an meinem Flottenlimit, Flottenkapazität. Ja, das kenne ich, das Problem. Bist du auch mal noch ein paar Raumstationen bauen, aber ich komme ja nicht zum Sparen von den Materialien. So, top. Ich hoffe, es geht nichts kaputt von meinen Schiffen. Sobald du deren Station zerstört hast, bauen die auch nichts mehr. Naja, die erste Station von 3 Planeten halt.
Nein, mein Inquisitor ist gestorben. Also selbst wenn ich ein Schiff verliere, wäre es jetzt nicht so mega tragisch. Es ist wichtiger, dass deine Raumstationen kaputt gehen. Das kostet ihm mehr Geld als mich. Wenn ein Schiff verloren geht bei mir. Nice. Gewonnen. Also ich bin jetzt bei 47% plus. Jetzt muss ich nur aus deinem Planeten. Was jetzt habe ich die Grünen auch entdeckt. Okay, mach mal kurz Pause. Und ich glaube, Sieg gegen die Hive. Yes! Gut, dann würde ich sagen, wir lassen gleich auf Pause und beenden die Folge hier. Seid ihr alle fertig soweit? Frieden gemacht? Bevor du jetzt Ende machst und er mitten in den Friedenverhandlungen ist. Nee, die haben aufgegeben. Ah, okay. Ich habe sofort bekommen. Ja, gut. Na gut. Dann ist der wurscht. Alles klar, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß beim Selberdaddeln. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, immer gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sind erstmal raus, ne? Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.